Weiter geht's bei Dante gegen komische Haarviecher und die sich vielleicht doch mal, naja, irgendwas einwerfen sollten, damit die Haare weggehen. Das sieht ja echt nicht lecker aus. Wir sollen sicher zurückkommen, wobei ich gar nicht mehr weiß, in welcher Richtung das war. Aber bevor wir das wollten, wollte ich ja eigentlich noch diesen coolen kleinen Schlüssel da haben. Und ich für meinen Teil weiß gar nicht, wie man da reinkommen soll. Was ich persönlich sehr schade finde. Man kann hier stehen, das ist schon mal was. Kann man ihn vielleicht einfach angeln? Das wäre ja ein bisschen zu einfach. Hm. Hallo, mach das Tor auf. Ich möchte den Schlüssel haben. Gucken wir mal von dieser Seite. Das ist doch so ein Parallelgang. Moment. Vielleicht kann man da ja was machen. Hier irgendwie. Da kann man doch rein, ne? Ah. Wahrscheinlich waren wir hier schon mal drin, oder auch nicht. So. Der Sensemann mit dem Shredder. Ein paar Mal gegen und schon ist das Gitter auf. Aha. Ich dachte schon, da kommen wieder so komische, zackige, gemeine, überaus finstere Dinger. Also diese komischen Schnibbelschneid, hast du nicht gesehen? Auf jeden Fall gemeinen Dinger, die mir immer nach dem Leben trachten. Endlich einen neuen Silberschlüssel. Ermöglicht es Dante, eine Silbertür zu öffnen. Ach ja, schön. Wenn ich doch nur wüsste, wo die jetzt war, die Silbertür. Wir haben ja vor kurzem... Aha. Warum backt das da so rum? Oder soll das so? Ich kann ja auch nicht als Laie sagen, was hier falsch ist, denn... Vielleicht ist vieles, von dem ich denke, das ist falsch, vielleicht auch richtig. Ja, wer weiß. So, hier klebt auch nichts mehr an den Decken. Muss ja auch gar nicht. Will jetzt ja auch nicht so ein... Und da muss aber noch was sein. Also hier sollen wir auf jeden Fall nicht lagen, das ist schon mal was. Aber trotzdem weiß ich nicht, wo wir denn diesen Silberschlüssel hätten einsetzen können. Ah. Gucken wir nochmal ganz kurz hier lang. Ja, verehre die Reichen, genau. Ich lebe ja auch meistens im Hier und Jetzt, aber so doll. So, warum leuchtet das eigentlich so komisch? Soll das so? Tja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wo das war. Bestimmt aber hier nicht. Oder war das hier drin? Nö, ne? Ach, da hinten. Ach, wunderschön. Sehr hübsch. Dann... Hat mich mein kleines Gehirn doch nicht getäuscht. Können wir mal schauen, was hier hinter so wartet. Heißen wir das Chaos willkommen. Tretet ein ins Licht. Diesmal von der anderen Seite. Rups. Also von der Seite aus. Sieht hübscher aus. Silber. Mittelschwere Bewegung. Erreiche das Ziel innerhalb der Zeit. Wahrscheinlich niemanden kaputt machen. Ich werde mal kurz gucken, wo wir überhaupt lang müssen. Da nicht. Okay, da gibt's schon einen Haken. Soll ich schon mal ein bisschen... Achso, ich kann ja schon mal hier hingehen. Sparen wir uns ein Sekündchen. Und dann mal überschauen, wo wir hin müssen. Wo ist denn das Ziel? Ach, das ist dort. Und dann geht das so und dann bestimmt außenrum darauf. Würde ich vermuten. Gucken wir mal, was draus wird. Ach, gemein. Das zum Thema Schummelei. Da wollte ich ihn doch austricksen und er dachte sich, haha, lächerlich. Denkst du wohl, ne? Sips. Ach, Moment. Uiuiui. So, weiter geht's im Text. Zu lustiger Musik. Zack, und da gibt's... Ach, Moment. Hallo, lass mich... Na, lass mich... Den... Ah, den hätte ich auch noch gern. Uiuiui. Es wäre eigentlich Zeit für eine Verschnaufpause, aber andererseits Kinderkram. Ach so, da sind wir wohl runtergesegelt, ne? Form schön. Ach so, da oben. So. Den da wieder runterziehen, da rauffliegen, gerade im rechten Moment. Am Baum des Lebens noch einen kurzen Abstecher gemacht. Ach so, erstmal eine Runde fliegen. Treppchen raus, los.
Uiuiui. Das ist aber auch mal alles gar nicht so einfach hier. Nein, 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 lasst mich. Ja, dann fallen wir halt. So. Ach, so ein Ärger. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht. Nein, das schaffen wir definitiv nicht. Fehlgeschlagen. Game over. Oh nein. Das müssen wir nochmal machen. Das kann ich so nicht auf mir sitzen lassen. Also zumindest einmal weniger runtersegeln wäre schon echt wünschenswert. Hallo. Ja, ist, das dazu, Geheimmission neu starten. Oh Mann. So schlecht war ich ja schon. Ach, Moment, vor 5 Minuten. Gut, also wir fliegen dann wohl erstmal oder auch nicht. Und dann so und dann noch ein bisschen hier und dann... Ach so, das kann man gar nicht. Ich wollte das ein bisschen beschleunigen hier. Aber er dachte sich, ach nö, heute nicht. Immer noch sehr schön gestaltet hier. Ich mag das. So. Flieg. Darauf. Flieg. Darauf. Und hoch. Sehr schön. Kurz verschnaufen. Schon fertig. So. 1, 2. Und den dann noch rausgezogen. Fliege rauf. Runter gesegelt. Nicht so gut. Gleich nochmal. So. Ran da. Ran da. Weggezogen, raufgeflogen. Uiuiui. Das hat letztes Mal auch so gut geklappt. So. Flieg ein Stück. Zieh ihn raus. Rauf da. Sips da, raufgeflogen. So. Können wir den schon? Ja, können wir. Zack. Dann ziehen. Nein, ziehen. Los. Ziehen, 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 ziehen. Ach, Gemeinheit. So, nochmal. So, da ziehen. Da ziehen. Da ziehen. Da ziehen und... Hallo, das war doch wohl perfekt, oder nicht? Kollege. Das müssen wir nochmal machen. Das tut mir ehrlich leid. Man hat hier gerade gesehen, dass die Texturen wohl gerade noch nachgeladen werden mussten. Oder auch nicht. Ich habe ja wie immer nicht so die Ahnung davon. Tu aber gerne so. So. Ziehen wir dich hier raus. Hüpfen da munter rüber. Und auch da. Das wird also eine, so eine Geheimmission-Folge. Wo wir nichts weiter tun, außer uns es... Hallo, nein. Ach Mann, das geht ja wieder drunter und drüber hier. Außer uns es gut gehen zu lassen. Noch nicht gestorben. Das ist beeindruckend. Ich kann es ja selbst kaum glauben. So. Es ist an der Stelle scheitere ich immer. Oh je, ist doch gar nicht so schwer eigentlich. So. Muss halt alles nur richtig getimed sein, sonst geht das drunter und drüber. So, ziehen. Ziehen und hoch da. So. Ja, dicht dran. So. Flieg, zieh, sehr hübsch. Oh Mann, ich vermute, auf ein letztes und dann muss ich es, glaube ich, dabei belassen. Ich kann ja nicht 1000 Folgen damit zubringen, optionale Geheimmissionen zu bestehen. Wird es natürlich trotzdem gerne. Ganz einfach, um mein Ego noch so ein bisschen zu stärken. Da könnte ich nur so einen kleinen Schub gebrauchen. So. Den Schub so in etwa. Schub und Schub. Und da noch so ein bisschen, hier noch so ein bisschen, schon sind wir drauf. So schnell wie nie. Da hoch, den da raus. Los. Und da rauf. Sehr hübsch. Das erste Mal, dass wir hier nicht an der Stelle gestorben sind. Erst ziehen. Oder war das die Stelle? So. Ja, erstmal ein bisschen fliegen, dann den da unter uns ziehen. Ja, sieht schon gut aus. So, den rausziehen, den ziehen,
den ziehen. Den ziehen und fertig. Muss ich da jetzt durchrennen? Wie uncool. Heieiei. Hat ja auch gar nicht Jahrhunderte gedauert oder so. Aber für so ein komisches Teil machen wir natürlich alles hier, oder das meiste. Zack. Sehr schön. Was auch immer wieder bekommen haben. Hey. Super. Ja, wo wollten wir denn eigentlich lang? Hier war es sicher nicht. Jetzt muss ich erstmal wieder zurückfinden, was ja recht einfach ist, wenn der Rückweg versperrt ist. Also der Hinweg dann in diesem Fall. Können wir gerade mal gucken, was wir uns so kaufen können. Verbesserungen, Fertigkeiten, Rebellionen, was auch immer. Achso, was wir machen müssen, ist vor allem mal wieder so eine goldene Kugel zu besorgen. Da war uns eine abhanden gekommen. Ja, ja, ja. Verbesserungen. Was wollten wir denn noch? Wollten wir irgendwas? Was ist denn zum Beispiel niederreißen? Achso, das war das Coole, was ich noch nie gemacht habe. Rüsten wir es gleich mal auf. Ja gut, eigentlich ist das ja alles sehr eingängig. Das, was so in der mit der normalen Waffe funktioniert, mit Rebellion, funktioniert auch mit den anderen Kollegen. Also eben dieses, so, zack, aufladen und brrrr. Achso, dann kann ich auch, Moment. Naja, oder so ähnlich. Das funktioniert ja auch mit diesem hier. Tan, 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 tan. Aber mit diesem glaube ich nicht. Nee, da haben wir noch nichts. Ja, genau, Bob. Träum weiter. So, da ging es hinten nicht weiter. Wir gehen wieder hier zurück. Ganz brav, wie wir sind. So, noch ein bisschen fliegen und schon drüben. Oh. Hallo, Freunde. La, 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 la. Das ist eigentlich die Gelegenheit, um mal... Oh, nicht. Dingste, ne? Zack, zack. Tan, 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 tan. Pam. In die ewigen Jagdgründe. Das waren aber auch eher so zwei Spaß gesehen. Naja. Für zwischendurch kann man die auch mal mitnehmen. Kommt dann noch jemand? Ja, da, 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 da. Die Dinger hauen gut rein, glaube ich. Also zumindest sehen die furchtbar aus. Furchterregend. So. Und sieht auch immer furchterregend aus, wenn ich hier rüberfliegen muss. Aber gut. Hier. So Gold, richtig. Da ist was runtergefallen. Will das nicht mal jemand... Achso, das war der Boden. Ist aber nett. Ja, sieht nach Tyrannen aus. Ach nein. Nee. Kinder, lasst mich doch. Tja, und Freunde, wie wir den Tyrannen besiegen. Auf ein neues werden wir sehen in der nächsten Folge. Dann wird die halt mal eine Minute kürzer. Ist ja auch nicht schlimm. Bis dahin.